Liebe Zuschauer, ganz herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder dabei sind hier zu einem neuen Interview auf der Aktionär TV. Wir sprechen heute über den Bitcoin. Der Bitcoin ist ja wieder über die 30.000 US-Dollar Marke gestiegen. Warum der Bitcoin gerade so stark unterwegs ist und wie es weitergehen könnte und wie Sie davon profitieren können, darüber spreche ich mit David Hartmann von Vontobel. Herr Hartmann, schön, dass Sie da sind. Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Ich habe es Ihnen schon gesagt, der Bitcoin ist auf über 30.000 US-Dollar gestiegen. Das ist der höchste Stand seit rund 7 Monaten. Was hat den Bitcoin zuletzt angetrieben? Ja, genau. Können wir uns vielleicht auch mal die zweite Jahreshälfte im vergangenen Jahr anschauen. Da wurde quasi der Bitcoin doch ziemlich stark abgestraft. Eine Hiobsbotschaft hat die andere gejagt und das negative Highlight war sicherlich der Bankrott der amerikanischen Kryptobörse FTX, bei denen viele Anleger wirklich hohe Anlagesummen verloren hatten, Milliardenbeträge wurden verbrannt. Ja, und aber seitdem geht es gefühlt wieder aufwärts und es ist wieder viel Euphorie im Markt. Die Anleger haben wieder den Rallye-Modus geschaltet. Das heißt, man glaubt so ein bisschen oder man hat so das Gefühl, die Anleger sagen, oh, das Schlimmste ist hinter uns und nehmen jetzt die Euphorie mit und sagen, jetzt wollen wir auch wieder an steigenden Kursen partizipieren. Also viel Optimismus bei der Kryptowährung, ja, und auch Vertrauen von Seiten der Anleger. Einige bezeichnen den Bitcoin ja auch als digitales Gold. Wird die Kryptowährung diesem Ruf denn gerecht? Ja, da wäre ich immer vorsichtig, beziehungsweise digitales Gold, das kann ich schon noch verstehen. Es gibt nämlich auch gewisse Ähnlichkeiten. Gold, das ist natürlich begrenzt, das können Sie jetzt nicht beliebig vermehren. Und ähnlich ist es auch bei Bitcoin. Das heißt, die maximale Anzahl von Bitcoins, die jemals existieren können, sind 21 Millionen Stücke. Das bedeutet, da gibt es schon eine gewisse Parallele und eine gewisse Ähnlichkeit. Jetzt sagen viele, ja, dann ist Gold ist ein sicherer Hafen, da müssen Bitcoins dann irgendwie auch ein sicherer Hafen sein. Ich wäre grundsätzlich vorsichtig bei sicheren Häfen, denn auch Gold schwankt und Bitcoin schwankt noch viel mehr. Das heißt, ein natürliches Limit, das schützt jetzt nicht vor Wertverlusten. Das kann Ihnen bei Gold passieren und bei Bitcoin muss man natürlich noch, da sind die Schwankungen noch extremer. Kann man trotzdem absehen, wie es weitergeht beim Bitcoin? Ja, also es ist so, dass wir sind weit weg vom Allzeithoch, fangen wir mal so an. Also das hatten wir jetzt im November 22 bzw. 21 waren wir so fast bei 70.000 US-Dollar damals. Da ist natürlich noch viel Luft nach oben. Und eine Stellgröße, die in letzter Zeit häufig genannt wird, das sind die Inflationsraten und die Zinsentscheidungen der Zentralbanken, die darüber entscheiden könnten, wie es mit Kryptowährungen wie Bitcoin weitergeht. Und wie funktioniert da der Zusammenhang? Also steigen eben die Inflationsraten, dann reagieren die Zentralbanken darauf, indem sie eben die Leitzinsen erhöhen. Und das bedeutet, dass risikoärmere Anlagen wie Staatsanleihen beispielsweise attraktiver werden. Und in so einem Szenario ziehen dann viele Investoren eben ihre Kryptopositionen ab und shiften, also legen das Geld dann eben in sicherere Kapitalanlagen wie beispielsweise Staatsanleihen an. Jetzt sagt man, wenn jetzt die Inflation rückläufig ist, dann könnten natürlich die Zentralbanken eben auch mit moderateren Zinsschritten reagieren beziehungsweise vielleicht auch mal die Zinsen tendenziell senken. Das würde bedeuten, dann risikoärmere Anlageformen wären nicht mehr so attraktiv und das könnte natürlich dann Krypto wieder befeuern und zu steigenden Bitcoin-Kursen führen. Aber das ist kein Naturgesetz, es ist nur einer der wichtigen Stillgrößen, die man da immer im Auge behalten muss. In dem Zusammenhang auch spannend, Herr Hartmann, weil eine der Grundideen des Bitcoin ist ja auch, dass man sich so ein bisschen loslöst von dem, was machen die Notenbanken. Und jetzt persönlich habe ich das Gefühl gewonnen, dass das in den letzten Monaten eher doch schon an die Geldpolitik der Notenbanken gekoppelt ist, oder? Also es hängt zumindest zusammen. Man hat es nie so gewollt. Es sollte eigentlich wirklich, Sie sagten es ja, die Idee hinter Bitcoin, was ja die Mutter aller Kryptowährungen ist, ist tendenziell, sich von Zentralbanken zu entkoppeln. Aber wenn natürlich, man hatte das ja auch eher so als digitale Währung auch geplant aufzusetzen. Jetzt hat sich es aber irgendwie so ein bisschen auch als Anlageinstrument etabliert und da ist es so in den Märkten, also alles hängt irgendwie halb zusammen. Zinsen, Öl, Kryptowährung, Aktien, es ist eine Gemengelage aus vielen Faktoren und dem können sich eben auch Kryptowährungen nicht entziehen.
Mitgehangen, mitgefangen, ja, kann man sagen. Also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass der Bitcoin weiter steigt, vielleicht auch auf alte Höchststände rund um die 70.000 US-Dollar-Marke, wie können Anleger auf den Bitcoin setzen? Investiert man da wirklich bares Geld in die Währung und kauft sich ja Anteile von Bitcoin oder einen Bitcoin oder mehrere, je nachdem, wie hoch das Budget ist? Kommt drauf an, wie wohlhabend man ist. Wenn man sich dann schon mehrere leisten kann, dann ist das natürlich gut. Tendenziell klar. Man kann über solche Kryptobörsen dann eben auch direkt in den Bitcoin oder in andere Kryptowährungen investieren. Allerdings muss man sagen, auch schon allein der Begriff Kryptobörse ist etwas irreführend. Dann denkt man natürlich, als wäre eine staatlich regulierte Börse, wie hier beispielsweise in Frankfurt. Ist es aber nicht. Das sind wirklich private Unternehmen, die wenig reguliert sind. Und wer da als Anleger sagt, das ist mir zu heikel, gerade in dem Hintergrund mit der Pleite einiger Kryptobörsen, der kann natürlich auf ein Zertifikat aus unserem Haus eben als Alternative setzen und kann den Umweg über ein Zertifikat nehmen. Was sind da die Vorteile? Sie haben gesagt, okay, dann hat man auf jeden Fall diese Regulierung, das als Rückversicherung quasi. Ist das der Vorteil oder ist auch an den Konditionen irgendwas, wo Sie sagen, da rechnen Sie den Anlegern höhere Chancen aus als jetzt bei einem Direktinvestment? Naja, also es ist so, das ist wirklich das Hauptargument, das meiner Meinung nach für dieses Zertifikat spricht. Also Sie haben das jetzt hier nicht gehebelt oder so, dass man so sagen könnte, steigt der Bitcoin um 1%, dann würden Sie über das Zertifikat um 2% an Wert dazu gewinnen. Das ist jetzt in dem Fall nicht der Fall. Aber dieser Sicherheitsaspekt ist vor allem bei Krypto meiner Meinung nach nicht zu unterschätzen. Und hier haben Sie eben ein Partizipationszertifikat, das die Wertentwicklung des Bitcoin jetzt im Verhältnis zum Euro eben abbildet. Das heißt, steigt der Bitcoin, dann wird eben auch der Wert des Zertifikats steigen. Sie haben ein relativ niedriges Bezugsverhältnis. Das heißt, ein Zertifikat bildet eben 0,01 Bitcoin ab. Das heißt, Sie kommen auch mit einem relativ schmalen Anlagebetrag schon in das Produkt rein und können so an der Wertentwicklung des Bitcoins partizipieren. Aktuell kostet das Produkt so um die 260 Euro. Das heißt, Sie brauchen jetzt hier keine 30.000 US-Dollar, um jetzt in einen Bitcoin beispielsweise zu investieren. Sie können das ganz einfach über Ihr Wertpapierdepot handeln und haben eben wirklich einen regulierten Markt dahinter mit einem regulierten Emittenten, mit einer richtigen Bank, die dieses Produkt eben herausgibt. Was man noch sagen muss, wir machen das nicht umsonst. Es gibt eine Managementgebühr von 3,75% per anno, die auf die Rendite des Produkts, auf die potenzielle wirkt. Und es ist eine Open-End-Struktur, das heißt, es gibt kein vordefiniertes Laufzeitende. Aber der Emittent hat immer das Recht, das Produkt zu kündigen, wenn er das denn möchte. Okay, dann fasse ich noch mal zusammen, Herr Hartmann. Anleger, die sich für das Produkt interessieren, können es unter dieser Wertpapier-Kennnummer finden. Ein Vorteil ist natürlich, dass man jetzt nicht 30.000 Dollar oder umgerechnet in Euro dann investieren muss. Man kauft das Produkt zu einem Briefkurs. Und das kostet aber dann auch dieser Vorteil, dass man diese Regulierung hat, eine Managementgebühr, die dann die Rendite schmälert. Dafür haben Anleger aber den Vorteil, dass sie das direkt über ihre Bank abwickeln können, sie im Rücken haben, sage ich mal. Und wenn sie sagen, sie möchten das Produkt halten, können sie, das ist eine Open-End-Struktur, aber sie können sich auch vorzeitig von dem Produkt trennen, wenn sie jetzt merken, oh, das mit dem Bitcoin entwickelt sich nicht in die Richtung, wie ich es eigentlich mir gewünscht hätte. Genau, es ist ein Zertifikat. Sie können das wie alle unsere anderen Zertifikate börsentäglich unter normalen Marktumständen zwischen 8 und 22 Uhr handeln. Was noch wichtig ist, neben dem Marktrisiko, dass wir eben auch im Bitcoin-Investment direkt hätten, das heißt, der Bitcoin kann natürlich auch fallen, haben Sie noch ein Emittentenrisiko, eben weil es ein Zertifikat ist. Ist ja immer bei diesen strukturierten Produkten. Okay, Herr Hartmann, dann danke ich Ihnen ganz herzlich, dass Sie uns ein bisschen was erzählt haben darüber, wie es weitergehen könnte mit dem Bitcoin und eine Möglichkeit vorgestellt haben, wie Anleger da rein investieren können. Sehr gerne, vielen Dank. Liebe Zuschauer, auch Ihnen vielen lieben Dank für Ihr Interesse zu dem Interview zum Bitcoin. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall ganz viel Spaß und Erfolg beim Investieren. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.